Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich habe gedacht, ich nehme mal was voll laut auf. Oh Gott. Ich bin gerade noch in der Steuerung von Spider-Man drin, wo man schnell laufen mit R2 macht und nicht mit nee, L3. So. Nee, warte mal. Ich wollte gar nicht da hinten hingehen, weil ja, da war ich noch total unterlevelt. Hier mit diesem Fallensteller. Ich wollte eigentlich einfach mal hier rumlaufen. Vielleicht einfach ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln und leveln. Ja. Also nichts Besonderes eigentlich. Ja, ach, ich finde diesen Treffpunkt nicht. Das habe ich schon öfters versucht. Wir können ja mal gucken. Aber ich meine, die sind immer Supermutanten. Ich höre Supermutanten. Da. Oh, Granate! Oh! Wir schaffen ja noch das Level ab heute. Mal gucken. Oh nein! Oh, nehmen wir! Das fängt heute wieder gut an, ne? Ach, Mann! Hey, das ist immer neu. Da ist neu spawnen, dass das da steht. Also da kam ja ein neues Update mit, ich weiß nicht, ob das schon drin ist, irgendwie mit Survival-Modus. Aber ich weiß nicht, ob das darin ist. So, ich musste mir gerade eine Notiz machen. Aber es ist schon ein bisschen anders. Also dieser Sound. Oder ich bilde mir das ein, das kann auch sein. Das, ja. Wo sind sie denn? Ich habe da, glaube ich, keinen Schrott dabei. Man verliert ja nur Schrott, wenn man getötet wird. Hier muss irgendwie dieses Versteck sein, aber ich weiß nicht wo. Ich höre was. Oh. Ich hoffe, ihr hört das auch, weil ich höre hier Schüsse und Supermutanten und. Ah, da! Also ich bin Level 41, lass mich von so Lappen. Ja, hallo. Oh, hallo? Das Spiel ist aber heute ein bisschen, mit mir los ist. Eigentlich, diese Demonstration gerät außer Kontrolle. Ich weiß jetzt nicht, was ich gemacht habe. Was ich jetzt angestellt habe. Oh. Nachladen. Boah, die kann auch immer verbuggt gewesen sein, dass das irgendwie gar nicht kam. Das kann auch gut sein. Da ist noch einer.
Ich wollte eigentlich nur rumlaufen. Oh, wir haben abgeschlossen. Das ist das erste Mal, dass ich sie abgeschlossen habe. Na dann. Ich denke mal, die war wahrscheinlich verbuggt immer. Dann schauen wir mal. Oh, das wollte ich gar nicht. Haben wir denn noch andere hier? Also, die sind mir zu schwer. Das gebe ich offen ehrlich zu. Manchmal kann man die auch einfach nicht alleine machen. Das ist dann einfach zu schwer. Aber ich gebe es einfach zu. Und man levelt halt nicht so schnell, wenn man alleine ist, ne? Wenn man dann zu zweit oder zu dritt oder so unterwegs ist, kann man natürlich besser und schneller leveln, weil sich jeder auf was festlegen kann, was er macht in der Gruppe. Und ich muss halt irgendwie gucken, dass ich irgendwie alles mehr so weit es geht, Skiller. Ich finde das immer gut. Die schießen, aber man sieht sie nicht. Naja. Ist auch egal. Ich glaube, ich war hier noch nicht drin. Ich mach mal die Lampe an, dann ist es ein bisschen heller. Da war ich hier schon mal drin. Doch, ich war hier schon mal dran. Glaube ich. Oder doch nicht? Ich weiß es nicht. Mensch. Wir spielen, kleiner Mensch. Sehe ich schon gleich, muss wieder meine Rüstung reparieren. Ich stelle mich aber heute auch nicht geschickt an, muss ich sagen. Ah, oh, nee, da müssen wir die andere Waffe nehmen. Also ich spiele jetzt auf der PS4. Ich glaube, am Computer wird das halt leichter oder schneller die Waffen zu wechseln. Mal nachladen. Ob ich ihn treffe? Was ist er denn? Ich habe ihn getroffen. Hey, da ist ja noch einer. Yay, Level up! Wir können ja gleich ja mal am gucken, was ich skillen kann. Und da ist noch einer. Da. Wo ist er da? Oh, ist ein bisschen. Ein Biest. Supermutanten-Biest. Also in der Folge denke ich mal, wird auch nichts wirklich Spannendes. Also passieren keine Nebenquests, keine Hauptquests. Einfach nur ein bisschen rumlaufen und Sachen looten. Ein bisschen leveln. Was er dabei hatte. Ich glaube nichts Besonderes. Naja, ist egal. Ich bin halt immer meistens da unten unterwegs und nie hier oben. Habe ich mir gedacht, ach, laufen wir hier einfach mal rum. Kann man ja auch ein bisschen leveln. Also EP-Punkte sammeln und Schrott kann man immer gebrauchen. Das mit dem Skillpunkt machen wir dann gleich, wenn wir in mein Lager sind.
Das sieht immer noch so aus wie letztes Mal und ich habe da auch nicht wirklich viel verändert. Mal gucken, vielleicht lade ich die Folge gleich auch direkt hoch. Oh, wie gesagt, die kommen halt sehr unregelmäßig, die Fallout-Folgen. Ich denke mal auch nicht, dass ich jetzt jedes Mal dann das aufnehme. Sondern so wie ich Lust und Laune habe und ist auch doof, wenn ich immer nur rumlaufe. Mal gucken. Hier Hunde. Da ist noch einer. Naja. Kein zweiter. Sind meistens nicht alleine. Da ist noch einer. Oh! Läuft er weg? Ich bin nicht die beste Schützin. Hey, hat er sich geheilt? Oh, oh. Ich hab's weggeklickt. Auf jeden Fall kann man auch Scherzkarten finden und dann, aber da sind halt immer nur Bilder drauf. Und da muss man sich wirklich dann auskennen, wo dieses sein könnte und sowas. Und man kann die halt aber auch nur ausgraben, nicht als wenn man die Schatzkarten bei hat. Ja, aber ich glaube, die wiegen auch was. Die tue ich dann immer halt, glaube ich, in die Box oder halt wegwerfen. Weil verkaufen kann man die nicht. Könnten halt wirklich eigentlich sowas wie Munition, die man nicht bräuchte und sowas, was man auch verkaufen könnte oder halt verschrotten könnte. Das wäre auch gut. Ja. Habe ich glaube schon in der letzten Folge gesagt, ich lege da meistens die Sachen halt in diese Aufseherbox am Anfang. Und dann könnte ich das dann noch die Anfänger nehmen. Natürlich auch so Sachen, die man für am Anfang gut gebrauchen kann. Jetzt eine Waffe, die ab Level 40 ist oder so, bringt denen ja nichts. Hä? Wie können die denn bitte von innen raus auf mich schießen? Hier unten waren auch welche, ne? Da ist doch irgend so einer. Oben? Unten? Wie komme ich denn nach unten? Ach, da. Dann machen wir die erstmal weg, bevor wir hier... Oh, diese Dinger sind auch blöd, ne? Die... Ich bringe immer ein... Wo sind die denn alle? Waren die nicht eben noch drei? Egal. Die springen immer ein so blöd an und die hüpfen immer rum. Die sind schon ein bisschen schwieriger. Ja. Kommen wir hier rein? Ah, guck mal, das ist neu. Man hatte jetzt, man konnte vorher halt nicht sehen, welche Baupläne man hatte. Und das war halt immer doof, wenn man sich welche gekauft hat. Wenn man die schon gelernt hatte, konnte man das vorher nicht sehen. Und jetzt steht das halt, dass man das sehen kann. Das ist cool. Da muss ich ihn gar nicht mitnehmen. Also man kann ihn leider auch nicht verkaufen oder so. Das war jetzt auch so ein typischer, den man wirklich überall findet. Den muss man jetzt nicht wirklich mitnehmen. Aber das ist cool. Also, das ist schon mal eine Neuerung. Ja, das ist schon mal neu. Ich glaube auch der Sound ist ein bisschen neu. Aber ich könnte es mir auch einbilden. Oh, ich habe dann schon mal so vielleicht einen Titel für den, die Videobeschreibung. Ein paar Neuerungen, die wir zufällig entdeckt haben. Ich habe mir auch noch gar nicht durchgelesen, halt, was neu ist. Weil sonst lese ich mir halt immer halt durch, was dann, was die Updates bringen, aber
So bin ich noch gar nicht gekommen. Bin ich mal gespannt, was noch so neu ist. Ich glaube, ich gehe gleich mal zum Händler oder so und guck mal, ob da auch irgendwie was Neues ist. Also irgendwie neue Option oder sowas. Die nehmen wir auch mit. Stahl brauchen wir immer halt für die, wie heißt das, für Munition herzustellen. Das habe ich auch, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Jo. Cool. War hier nicht eben irgend so ein, Händler? Das ist die Karte. Drehe ich mal kurz. Ja. Ich habe schon wirklich viel erkundet, nur halt wirklich die rechte Seite nicht, noch nicht so, weil das aber auch, also nicht total überlevelt. Das schaffe ich noch nicht. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Da oben. Was ist das denn hier? Könnten das ja mal versuchen da. Irgendwo ist ein Gegner. Ich weiß nicht wo. Ah ne, wisst ihr was? Wir gehen wirklich erstmal zu einem Verkaufsding. Aber wir tun uns einfach dahin teleportieren. Nein, das war klar. Das ist ein Gegner in der Nähe, den ich nicht sehe. Dann geht das natürlich nicht. Wo ist der denn? Ach, da. Direkt vor meinen Augen. Ich brauche, glaube ich, eine Brille. Sind hier noch mehr? Ne. Es kommt mir auch ein bisschen unbekannt hier vor, um ehrlich zu sein. Naja. Na, wir tun jetzt dahin uns, so. Und, ja. Aber ich muss mir gleich mal durchlesen, was da alles Neues gibt. Ich mache mir gerade kleine Notizen dabei. Ich glaube, ich kann sowieso gleich meine Schrift wieder nicht entziffern, was ich da hingeschrieben habe. Kann man an den Dinger jetzt vier Sachen verkaufen? Nö, kann man nicht, okay. Hätte sein können. Okay. Aber wir tun erstmal unsere Sachen, zerkleinern. Es ist auch so eine Waffe, ne? Das ist ein bisschen schräg. Was ist das denn? Wir müssen aber gleich mal unsere Sachen hier reparieren. Die sind auch schon alle im Arsch. So. Oh, das können wir auch noch klein machen. Dann gucken wir mal, was da. Grüße. Ist. Responder. Anforderungen sind jetzt verfügbar. Die brauche ich nicht. Die braucht man halt immer zum Auf, wie heißt es, zum Reparieren dieser Federn halt, die ich in der letzten Folge euch gezeigt habe. Und, dafür brauchst du dann Munition wirklich jede Menge auf Lager und Vorräte sind für ich immer Leute, die verfügbar. Nur das spielen. Das ist ja kein Problem, ne? Aber, nee. Ich sammle die erstmal und dann kann man halt immer noch, weil dass ich ein paar auf Vorrat habe. Schlagen Sie jetzt zu. So lange. Vorrat reicht. Ah, gut. Das wird hier bekannt. Wenn wir die schon haben. Gut zu wissen. 10 mm habe ich nicht. Okay.
Ja, das ist wirklich hilfreich, ne? Weil sonst hatte man Wagen immer sich die Doppelte gekauft. Ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal Doppelte gekauft. Die nötigen Vorräte in ich glaube, ich kaufe die Dörtland. Mal, ne? Oh, ich kaufe die mal. Was verkaufen wir? Ich guck mal, ob wir irgendwie Schrott haben, den wir nicht brauchen. Nein. Das sind halt so die ganzen Dokumente. Kann man sich natürlich durch. Also die Feder meine ich. Davon haben wir 67. Ja, sind schon viele, aber. Das müssen wir aber klein machen hier. Aber. Das ist ja. Und nochmal eine große Menge. Das sind nochmal 10. Aber, das geht dann auch schnell, ne? Wenn man die Kleidung kaputt hat. Große Menge Knochen können wir verkaufen. Kaufen ein bisschen von dem Öl. Schaltkreise. Das ist halt so Zeug, was man überall findet. Und man kriegt eigentlich wirklich gut Geld dafür. Also das reicht auch manchmal, wenn man einfach nur, wenn man Kronkorken, das ist ja kein Geld, Kronkorken hier verdienen will, einfach Schrott sich sammelt. Wie jetzt hier, hätte man 300 für bekommen. So viel hat der Händler leider natürlich nicht. Die haben immer... Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Händler es da gibt, aber die haben halt immer 200 Kronkorken. Grüße, Responder. Anforderungen sind jetzt verfügbar. So, wie viel kostet denn eins? Ah, können wir genau kaufen. Okay. Hat er denn noch, wo sind sie denn? Ne, nur verdünnte. Blut. Munition. Hat er auch und nicht, ne? Andere Vorräte sind okay. Für Responder. Da machen wir die Gemüsestärke klein. Dann kann man Kleber draus machen. Bei Kleber, das habe ich auch jede Menge. Und jetzt machen wir. Können es ja mal versuchen. Ich weiß nämlich nicht, welches das ist, um ehrlich zu sein. Ob ich das schon mal versucht habe. Aber wir wechseln mal wieder. Wir nehmen heute mal die. Nein. Ich will den Gleiswerfer, glaube ich, heißt der, ne? Der ist eigentlich cool, aber den kann man nicht aufmotten. Und wenn doch, weiß ich nicht. Ach, wir müssen das Rezept doch noch lesen. Das Rezept, der Bauplan. Lesen. So, gelernt. Ich wusste gar nicht, dass ich noch keine selbst erstellen konnte. Oh, jetzt können wir es auf jeden Fall. Müssen wir gleich mal gucken an der Werkbank. Wahrscheinlich, wenn wir angekommen sind, ist diese, dieses Advent sowieso schon vorbei. Müssen wir gleich mal gucken. Und ich habe den Skillpunkt noch nicht vergessen, also. Dann müssen wir gleich mal gucken. Aber jetzt sind die Katzen total lieb. Die eine liegt gerade neben mir und schläft. Und die andere ist irgendwo anders, aber ich nehme es zurück, dass sie lieb ist. Sie sitzt am Schrank und wo ich eigentlich meine Haargummis habe, wo ich sie mittlerweile nicht mehr habe. Und guckt sich die Gegend an. Das hat sich aber gemerkt, dass ich da die Haargummis immer hingetan habe. Dass sie dann immer schön sich die da rausmopsen kann. Ich habe das in einer Spider-Man-Folge erzählt, dass sie immer gerne meine Haargummis klaut und dann in ihr Wassertöpfchen legt. Ja. Ich werde mir doch, wenn wir ankommen, ist es nicht mehr da. Ja, die sind ja auch immer nur eine Zeitbegrenzung. Und ja, eine Zeit lang nur da. Also ist auch nicht schlimm. So, einfach mal schön rumzulaufen. Ich laufe, glaube ich, aber auch doof. Ich laufe da besser lang.
Ich suche die im Lager der Fallenstelle nach Notiz. Das ist halt ein Gebiet halt, wo ich noch unterlevelt bin. Das ist, da muss ich halt wirklich noch, glaube ich, bis Level 60 oder so. Oder 50, dann kann ich es nochmal versuchen. Aber sonst kriege ich da halt immer einen auf die Schnauze. Aber ich komme da gar nicht so hin. So, wir machen es uns einfach. Ja, die Bildschirme werden aber auch nicht kürzer. Oh nein. Ach, die sind blöd. Die sind wirklich blöd. Ach. Ach, das war so klar, dass es hier... Die sind wirklich einfach total schwer zu besiegen. Wahrscheinlich jemand, der Level 100 hat, da nicht oder so, oder vernünftige Waffen, aber ich hab da nicht so Glück drin. Ich höre es schon. Ist das jetzt auf der anderen Seite? Meine Waffe nachgeladen? Wir müssen die Königin der Meyerlerks töten. War das auf jeden Fall noch ein Spieler, habe ich gesehen. Ich komme ja noch nicht mal an diese Dinger vorbei. Wie soll ich dann die Königin töten? Ja, das kann ich vergessen. Ja. Ja, also ich bin Power-Rüstung. Aber ich habe keine Resigonskerne mehr. Ach, ist egal. Wir reisen jetzt zu meinem Camp und reparieren alles. Hier vorne. Reparieren einfach mal alles und vergeben den Skillpunkt. Ja. Ja, ist cool, aber man kann halt wirklich Fotos in der Spielwelt machen und dann sind die halt in dem Ladebildschirm. Also, das ist schon eine coole Idee. So. Hier hat sich wirklich nichts verändert, also. Alles das gleiche geblieben. Können hier noch ein bisschen aufsammeln. Mais. Noch mehr Mais. Tatus. Mutterbeeren. Ah, da war noch eine. Oder? Ja. Können wir gleich vielleicht wieder Gemüsestärke herstellen. Brombeeren. Ja. Hier guck mal, wegen der Waffe. Eine kleine 10mm findet man auch, ne? Aber. Vielleicht kann ich mir eine Stärke. Natürlich, ich habe kein Aluminium. Sonst habe ich das immer. Und jetzt nicht. Naja. Nicht da gesiegeln. 28 dann. Dann sollten wir uns... Ich habe sogar eine, glaube ich, sogar. Also müssen wir uns dann keine herstellen. Ich guck mal, ob wir hier was machen können.
wir irgendwas haben? Nö. Ja, ich möchte auch nicht, ne? Nö. Dünger hätten wir herstellen können, aber... Das brauche ich eigentlich nicht wirklich. Reparieren wir mal Sachen. Ach, wir reparieren die Gasmaske auch. Reparieren. 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 Ja, was fehlt uns? Gummi fehlt uns. Wahrscheinlich, ich habe nämlich die Sachen dann immer liegen lassen, wenn wir so viel hatten. Dann kommen die natürlich jetzt, dass sie dann fehlen. So, dann machen wir noch die Sachen hier. Es hat halt nichts Besonderes in der Folge passiert, aber ich wollte einfach noch mal was aufnehmen. Und ja. Es gibt wahrscheinlich auch bessere Let's Plays von Fallout 76. Aber ich hatte einfach Lust dazu. Und ja. Dann dachte ich mir, ich mach's einfach. So. Genau, dann wollte ich noch hier vorne die Sachen kurz kochen, die ich habe. Und tu mir den Skillpunkt vergeben. Und ja. Da ist nix. Auf jeden Fall mehr. Oh, okay. Da können wir eine machen von. Zwei davon. Ich werde ja kein Zeug davon essen, ne? Bin ich ein bisschen pervers. Gemüsestärke können wir auch machen. Und zwar zweimal. Aber dann gehe ich die direkt verschrotten. Und leg die ab. Was weiß ich ja nächstes Mal nicht mehr. Und dann haben wir 4 Kleber verloren. Ist ja auch blöd. So, dann... Dann geben wir mal den Skillpunkt. Ich guck mal. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Also nicht automatische Gewehrverursachen. Sowas könnten wir machen. Dass wir mal die Waffen halt was aufleveln. Das ist auch eine gute Idee. Halten wir mal fest. Das ist alles meistens für, wenn man Multiplayer spielt mit anderen. Und das mache ich ja nicht. Hier, warte, das schon mal normal. Ja, so jetzt nicht so. Muss gerade mal gucken. Ich glaube, wir machen entweder das mit dem verstrahlt, dass wir besser halt sind, oder halt, ja, ist es. Das andere. Das können wir natürlich auch hochscalen, aber ich glaube... Wir machen das andere. Ja, ich glaube, wir machen einfach die Waffe. Das ist mal eine gute Idee. War das hier? Nee, das war bei dem anderen. Jetzt gerade mal gucken. Könnten wir eigentlich auch da weiter hochskillen, oder? Ja. Machen wir das. Da ist sie doch. Dann haben wir das schon mal. Dann haben wir die automatischen Waffen, die was besser sind. Also Schlösser knacken. Dann braucht man halt für jeden eine Karte. Das ist halt, was ich nichts anderes hatte. Und dann hier Schrott wiegt weniger. Ist auch aufgescaled voll. Schrotflinten, dass die mehr, also weniger wiegen und halt mehr Schaden machen. Können wir das eigentlich auch? Nee, das könnten wir auch noch weitermachen, sehe ich gerade.
Ja. Also verschiedene Sachen, ne? Ah, es hat auch mal ein neues. Okay. Dass wir bessere Preise beim Verkaufen erzielen. Aber es bringt eigentlich nicht wirklich was, weil die ja nie so viel Geld haben, um ehrlich zu sein. Ja. Okay, ich würde dann mal sagen, ich mache hier Schluss. Wie kann ich mich nochmal sehen? So. Also ich habe mich nicht verändert. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.